Hallo bei der Wanderimkerei Kolbe. Ich möchte auch 2021 mal wieder ein paar YouTube-Videos machen und möchte hier jetzt mal gleich mit dem Volk starten, was relativ stark aus dem Winter rausgekommen ist. Man sieht, selbst in so einer Beute kann ein Bienenvolk sehr gut überwintern. Ist jetzt nicht mehr die schönste Beute, aber wie man sieht, das Bienenvolk hat weit über 6-7 Waben ausgewintert. Ich denke mal, es werden so 10 sein, sehr stark besetzt. Aber auch solche Völker drücke ich zurück bis auf 6 Waben im Schiedbereich, weil das meiner Meinung nach der Bereich ist, den auch eine sehr gute Königin erstmal bestiften muss. In der Situation kann sie ein sehr gutes Brutnest aufbauen. Ich sage mal, die nächsten 3 bis 4 Wochen komme ich ja dann zu diesem Volk hier nicht mehr her. Im Schiedbereich hat sie immer hinten noch diesen Futterecken dran. Hier links habe ich dafür gesorgt, dass eine starke Futterwabe sitzt. Und hier rechts möchte ich auch immer eine sehr starke Futterwabe haben. Bei dem Volk überhaupt kein Problem. Die gehen ja über das Schied sowieso drüber und tragen das Futter schön nach innen rein. Und ich erzeuge bei so einem Volk, was natürlich relativ schnell beim Schwarmtrieb mit dabei wäre, dass ich hier eine Führung hinkriege, dass ich den Schwarmtrieb sowohl unterbinden bis vermeiden kann. Das Volk brütet jetzt schön durch, macht da ein sehr großes Brutnest. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit einer Mittelwand an dieser Seite dann das Volk nochmal zu erweitern. Und dann komme ich auf dieser Seite dann nochmal mit dem Baurahmen. Und somit habe ich das Volk auf 8 Waben in der Frühtracht. Das ist ein wahnsinnig großes Volk. Und lasse es dann auch auf den 8 Waben durch die Frühtracht laufen. Und dann in der Lindenzeit, also wenn die Frühtracht durch ist, also nach der Akazie, wenn der Schwarmtrieb durch ist, dann gebe ich dem Volk noch eine 9. Wabe, damit es nochmal zeigen kann, wenn die Königin wirklich hervorragend ist. Und das ist dann auch so die Zeit, wo ich dann in der Linde gucke, gibt die Königin noch Druck nach vorne für eine Zucht, für ein Zuchtpotenzial, oder ist es dann schon wieder rückläufig und dann gehe ich auch schon wieder mit dem Waben zurück. Okay, das war es mal kurz und knapp zu einem sehr starken Volk. Ich werde auch noch ein Video machen, wenn ich mal ein sehr schwaches Volk finde, wie man das zusammenschietet, wo dann das Thermoschiet dann eine richtig gute Bedeutung hat, damit man das Volk dann trotzdem noch zum Trachtvolk kriegt. Okay, bis dann. Tschüss.